Hallo, ich bin's wieder, eure Moni. Schön, dass ihr da seid. Ich muss es dann später entarbeiten und dachte mir, was könntest du dir machen, was du mitnehmen kannst, damit es ja immer das Gleiche ist, was du dort isst. So, dann habe ich gefunden einen Aufstrich. Und zwar einen Basilikum-Feta-Aufstrich aus der Rezeptwelt. Die Zutaten sind ganz einfach. Ich habe jetzt nicht wieder mal alles daheim, weil es ein Spontanvideo ist. Also, Feta habe ich da, getrocknete Tomaten habe ich da. Frischkäse, aber keinen frischen Basilikum. Nämlich gefrorenen, müsste genauso gehen. So, also man braucht 5 Stängel frischen Basilikum. Ich nehme jetzt da einfach ein bisschen in gefrorenen. Einfach mal frei Schnauze ein bisschen was rein. Da steht jetzt da zerkleinern. Muss ich ja nicht mehr machen, weil der ist ja schon klein. So, jetzt muss ich das wieder in die Gefriertruhe packen. Dann geht es weiter. 50 Gramm getrocknete Tomaten in Öl. Ich habe die schon abgewogen und schmeißt jetzt einfach da rein. 3 Sekunden Stufe 8, also 3 Sekunden denke ich mal reicht nicht. Stufe 8, machen wir 5 Sekunden. So, die haben sie jetzt schön verteilt. Jetzt schiebe ich die Reste, die am Rand hängen, einfach mit dem Spatel nach unten. Soll ich es euch mal zeigen, wie das ausschauen muss? So. Dann 50 Gramm Feta in Stückchen. Man kann einen Weichkäse aus Kuhmilch nehmen, wer den Feta-Geschmack nicht so mag. Einfach da rein. Ich habe das alles vorher schon abgewogen, damit es jetzt ein bisschen lang dauert. Und 3 Sekunden Stufe 6. Also machen wir auch 5 Sekunden. Ich habe das Ganze mal gemacht, ohne dass ich den Feta so klein habe, weil ich die Anleitung nicht richtig gelesen habe, sondern einfach nur alles reingeschmissen. Das war ungenießbar, weil der Feta so Fett noch war. Ja, diesmal mache ich es anders. So, jetzt kommt rein 200 Gramm Frischkäse. Entweder den gekauften oder den selbstgemachten. Selbst habe ich das noch nicht gemacht. Könnte ich auch mal probieren. Weil ich manchmal mit der Milch ein bisschen Probleme habe, dann könnte ich gleich laktosefreie Milch nehmen oder einen Joghurt. So. Und ein Teelöffel mehr Salz, ich nehme jetzt ein normales Salz. Aber ich nehme nicht zu viel, weil der Feta ist meistens ein bisschen salzig und man kann ja immer noch ein wenig nachsalzen. Und 2 Riesenpfeffer schwarz. So. Ich habe den schon mal gemacht und der war wie gesagt nicht so gut, weil der Feta zu groß war. Jetzt schauen wir, ob er diesmal besser schmeckt. Stufe 3, 10 Sekunden. Machen wir 12. Machen wir mal 10. Ja, jetzt schiebe ich das Ganze mal ein bisschen nach unten mit dem Spatel. Es noch mal ein bisschen. Also Stufe 3, 10 Sekunden. Schaut doch gut aus, oder? Das fülle ich mir jetzt in eine Tupperschüssel ab oder in ein Glas, wie jeder möchte. Probieren kann die auch mal, ne? Das in der Früh. Das ist gut. Also mehr Salz auf keinen Fall. Einfach nur ein bisschen. Wow, ist das geil. Na super. Vor allem ist es auch nicht zu viel.
Sehr lecker. So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Heute schon irgendwie, naja, bin noch nicht ganz ausgeschlafen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!